Es wurden 120.000 Unterschriften gesammelt für einen Petitionsausschluss, damit es einen Kinderbeauftragten im Bundestag gibt. Dort werden jetzt sehr viele wichtige Politiker sein und über die Kinderbeauftragten diskutieren. Damit die Politiker da drin keinen Quatsch machen, gehen wir jetzt da rein und gucken, was da abgeht. Wie kann ein Kinderbeauftragter die Rechte von Kindern durchsetzen? Naja, der kann die dann durchsetzen, wenn er die Befugnisse dafür hat. Das heißt, wir plädieren natürlich ganz klar dafür, dass der Kinderbeauftragte den sogenannten Verfassungsrang hat. Das heißt, keiner darf ihm Weisungen geben. Auch Angela Merkel dürfte ihm nicht sagen, so, du, ne, musst jetzt das und das machen. Sondern er darf wirklich, er oder sie darf selber entscheiden, für welches Thema, für welche Kinder er sich jetzt gerade genau einsetzen möchte. Und das darf er ganz unabhängig von Ministerien oder von Parteizugehörigkeit tun. Und natürlich wünsche ich mir jemanden, der oder die mit ganzem Herzen wirklich dabei ist und da auch wirklich für die Kinder kämpft und auch laut ist und dem die Leute so draußen, die Zeitungen und das Fernsehen, die Lehrerinnen und Lehrer, alle draußen zuhören und dem auch Glauben schenken. Was würdet ihr euch denn von einem Erwachsenen wünschen, der die Interessen von uns Kindern vertritt? Also ich glaube, wir beide finden, dass dieser Kinderbeauftragte auch auf die Meinung der Kinder eingehen sollte. Zum Beispiel in Schulen oder halt generell so die Kinder und Jugendlichen befragen, was sie denn dazu meinen. Hast du schon vom Berliner Kinderkongress gehört? Was passiert da? Und was könnte ein Kinderbeauftragter davon lernen? Beim Kinderkongress, da treffen sich über 100 Kinder aus ganz vielen Berliner Schulen und machen gemeinsam einen Kongress und forschen zu unterschiedlichen Themen. Der nächste steht jetzt zum Beispiel im Herbst an und die Frage heißt, wem gehört Berlin? Und da sind dann halt die ganzen Kinder, die machen Workshops und stellen halt Fragen und gehen diesem Thema auf den Grund. Und ich glaube, dass das für einen Kinderbeauftragten auch sehr, sehr spannend ist, diesen Kinderkongress zu beobachten und zu sehen, zu welchen Ergebnissen diese Kinder dann kommen. Wie erfolgreich war die Petition? Also die Petition ist sehr erfolgreich gewesen. Wenn man die Zahl angibt, das sind über 120.000 Unterschriften gesammelt worden. Aber es ist auch erfolgreich gewesen, die Petition, weil wir dadurch was erreicht haben. Der Petitionsausschuss des Bundestages hat sich damit befasst. Und das tut er unter anderem auch deshalb, weil die Zahl so hoch war. Und das heißt, die Politiker wissen jetzt, was wir wollen. Wir wollen diesen Bundeskinderbeauftragten. Und jetzt müssen sie was tun. Und das ist schon mal ganz gut. Es gibt ja auch Petitionen, wo die Politiker sagen, ja, das interessiert uns nicht so sehr. Aber das hat sie interessiert. Also wir waren jetzt circa 2 Stunden bei dieser Sitzung. Und ich sag euch, es war so langweilig. Wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn es einen Kinderbeauftragten gäbe. Und wir sind auch schon gespannt, wie es weitergeht.